Hey, ich spiele nicht mehr mit, hört ihr? Ziemlich instabil. Ich steig aus. Geht sie zurück. Geht sie zurück. Es geht schon. Spinnst du? Nein, du bleibst schon nicht hängen. Komm. Mir ist eben einfach nicht wohl dabei. Geben Sie mir wieder, du Schwein. Es ist soweit. Los. Nein. Nein, nein, nein. Nein. Anna. Anna. Gib mir meine Tochter zurück. Nein. Der Finger. Ah! Anna. Anna? Nein. Nein. Es tut mir so leid. Es tut mir so leid, Anna. Verzeih mir. Du warst 20 Jahre in diesem Raum und hast bereut. Dann eines Tages kam ein Mann und bot dir die Chance auf Erlösung. Die Chance für uns zusammen zu sein. Es ist seine Tochter. Elizabeth ist Bookers Tochter. Anna. Anna. Es tut mir so leid, Anna. Denkst du, er hat sich gebrandmarkt, um Buße zu tun? Verstehe ich nicht. Was war, das war. Was war, das wird sein. Sein Brandmal ist sein Kreuz, wie er unseres ist. Tilgen Sie die Schuld. Geben Sie uns die Kleine. Und tilgen Sie die Schuld. Bringen Sie uns, bringen Sie uns die Kleine. Er reimt sich seine. Und tilgen Sie die Schuld. Bringen Sie uns die Kleine. Sie haben neue Erinnerungen aus seinen Alten. Tilgen Sie. Ja, das Gehirn passt sich an. Ich kenne das. Bringen Sie uns die Kleine. Und tilgen Sie. Booker, wach auf. Booker, wach auf. Hier hat es angefangen. Ich hab dich verkauft. Ich. Auf dich verkauft. Für sie spricht, sie wollten sich rauswinden aus dem Geschäft. Es ist alles Comstocks Schuld. Was, wenn ich zurückgegangen wäre, ihn getötet hätte, vor all dem? Dann geraten Dinge in Bewegung. Woher weiß man denn, wie weit man zurück muss? Es gibt nur eine Möglichkeit. Ich muss in die Zeit seiner Geburt und das Schwein in seiner Krippe ersticken. Das ist jetzt ein bisschen sehr hart, oder? Leute, ich bin total... Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Booker, bist du sicher, dass du das willst? Ich muss es tun. Nur so kann ich alles ungeschehen machen. Booker DeWitt, bist du bereit für... Was soll das? Wieso sind wir wieder hier? Das ist nicht derselbe Ort, Booker. Aber natürlich, ich erinnere mich... Moment. Du bist nicht... Wer bist du? Du hast dich entschieden zu gehen, aber in anderen Meeren eben nicht. Du hast dich taufen lassen. Und du wurdest als ein anderer wiedergeboren. Comstock. Das alles muss enden, damit es nie beginnt. Nicht nur in dieser Welt, sondern in allen. Ersteck ihn in seiner Krippe. Ersteck ihn. Ersteck ihn. Ersteck ihn. Bevor die Entscheidung fällt. Bevor du wiedergeboren wirst. Er ist Zachary Comstock. Er ist Booker DeWitt. Nein. Ich bin beide.
Ja. Ja, Leute, das war's. Ich bin, ja, ein bisschen geflasht. Ich hatte im Laufe des Spiels schon so eine Vermutung, dass der Prophet was mit Booker zu tun hat. Aber dass es dann wirklich zutrifft. Und dass er, also er ist wirklich der Vater von Elizabeth. Boah, das ist ja alles, wie soll man das denn? Oh, die Musik ist auch toll. Aber wie soll man das denn irgendwie nachvollziehen? Das ist total verwirrend. Also Booker DeWitt hat seine Tochter an Lutece verkauft. Lutece war aber im Auftrag von Comstock. Comstock und Lutece sind dann in die Zeit der Zukunft, wo Booker schon Comstock war. Aber zu Comstock ist er doch erst geworden, weil er auch seine Tochter verkauft hat, oder? Ja. Oh, das ist wieder dieses Zukunft, Gegenwart, Vergangenheit, wie sagt man das? Das ist ja genauso wie bei Terminator, da kann man sich, glaube ich, auch endlos darüber diskutieren, ob das überhaupt möglich wäre oder nicht. Ja, sehr cooles Ende, muss ich sagen. Doch, ich finde es gut. Ich meine, ich hätte mir zwar für Booker lieber ein Happy End gewünscht, aber es ist ein Ende... Ein nachvollziehbares Ende, ein Ende in sich. Ich bin von dem Spiel absolut begeistert. Ich empfehle es an dieser Stelle wärmstens. Ja, was soll ich noch sagen? Ich werde es wahrscheinlich dann irgendwann nochmal spielen und ein paar Entscheidungen anders fällen und gucken, wie sich das auswirkt auf das Spiel. Ja, boah. Ich bin gerade total geflasht. Ich bin total durcheinander. I may not always love you. But long as there are stars above you, you never need to doubt it. I'll make you so sure about it. God only knows okay. What I'd be without you. Okay, Leute, an dieser Stelle verabschiede ich mich. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß bei meinem Let's Play. Genießt jetzt noch ein bisschen die Credits und die Musik. Schaut euch auch eins meiner anderen Projekte an, ich würde mich freuen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und wir sehen uns dann beim nächsten Projekt. Ja, bis dann. Ich wünsche euch was. Tschüss. Sure about it. God only knows what I'd be without you. Without you. Without you.
This is fine. It's that one line I don't know. Yeah. Well, he'll figure it out. That's what I'm saying. Went back home, Lord. My home was lonesome. Yeah. Went back home, Lord. My home was lonesome. All my brothers, sisters, cry. See, but then now it's too short. Now it's one too short. Because then it goes, what a home. So here, we'll play it one more time. Went back home, Lord, my home was lonesome, all my brothers, sisters cried, what a home so sad and lonely. And then it's missing the next line. That's what I'm saying, like, this is the second, that's the third, that's the fourth, but then, and I don't think that's supposed to say lonely. Probably lonely. So sad. Lonely. We're just missing one. We'll get the actual one. Awesome. Can we run it through this video? Sorry. There are loved ones in the glory whose dear forms you often miss. When you close your earthly story, will you join them in their bliss? Will the sorrow be unbroken by
should be like slowed down a little bit since it's the last verse. You can do that. That's otherwise, cool, there's like. Well, otherwise, there's just like an abrupt ending, right? All right. Well, so let what I want to do. You guys are really, really, really good. What I want to do is make it four to eight worse. I want to take the tempo down a little bit if we can. And sort of start by finding, like, Booker, if you could just be sort of like picking away at the beginning first and then sort of start to play the song and maybe then you guys kind of find the tempo together a little bit. I want it to feel, you guys are so excellent and professional. No, it won't be like that. I want to make it sound like it's not like, you know, sure. Sheryl Crow and Eric Clapton in a session. So he gets Eric Clapton, I get Sheryl Crow. Joplin, you want Joplin? Rip. Yeah. Joplin. X-Tina. Britney Spears and Seal. Anna? Anna, bist du das?